Hallo liebe Siedelfreunde, ich bin Lucida und wir sind zurück in Foundation. Nuri hat mir oder das letzte Video einen guten Kommentar gegeben, wieder mal. Und zwar gibt es bei manchen, oder ich glaube bei allen, Monumenten, die man bauen kann, oder Denkmälern, oder wie die Teile heißen, die Möglichkeit, diesen Pfeil da zu setzen. Diesen hier, Sehenswürdigkeit. Wofür der da war, habe ich nie kapiert. Ich habe ihn dann entweder gar nicht gesetzt oder halt irgendwo hin, wo ich dachte, das ergibt Sinn. Sie hat jetzt geschrieben, ich kann den Pfeil hier beim Herrenhaus so platzieren, dass dann der Gesandte dort anhält. Also das ist wohl der Ort, wo der Gesandte vorbeikommt. Ich hatte mich letztes Mal beschwert, dass der mit seinem Pferd immer so hier drin steht, halb auf der Treppe und irgendwie völlig deplatziert. Und deswegen setze ich den jetzt mal einfach hier hin. Vielleicht hilft es ja was, dass er dann hier anhält und nicht mehr so halb in das Haus reinreitet. Das wäre natürlich was. So, fertiggestellt ist es auch schon. Jetzt sehe ich hier gerade, ich konnte ja eigentlich noch ein paar, ich konnte es eigentlich noch ein bisschen verzieren. Deko ist ja eigentlich immer schön. Oh, unser Vogt auch, hat auch nichts zu tun. Da gebe ich ihm das letzte Mineralvorkommen, das er noch untersuchen kann. Ja, komm, hau rein. Und wir konnten hier noch ein bisschen Deko-Zeugs daneben packen. Uah. Ja, ziehe Büsche und Hecken. Ja gut, gucken wir mal. Ah, aber hier das so Flaggen oder sowas. Das kann man auf jeden Fall machen. Also das ist auf jeden Fall schön. Unbedingt. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? So, perfekt. Wandbrunnen, das kann man machen für unseren Gesandten, wenn er mit seinem Pferd da wieder eintrifft. Ah, hier wird es doch passen, so halbwegs. Kann das Pferd sich hier gütlich tun? Rundgeschnittene Hecke. Oh nein. Das hat mit leider so gar nichts zu tun irgendwie. Aber gut, ich mag mich nicht beschweren. Ich bin ja sonst wirklich sehr zufrieden, was man hier alles machen kann. Ja, aber ich weiß nicht, machen wir sowas hier. Das sieht vielleicht halbwegs noch am ehesten nach Busch aus. Ja, na gut. Flaggen kommen natürlich auch vorne hin. Direkt über den Eingang. Da sehen wir es zwar nicht, weil wir meistens von dieser Seite gucken, aber naja. Ja, wunderbar. Steinset. Kann man nicht. Da kann man doch eigentlich aus diesem Teil hier eine Burg bauen, oder? Liebe Leute. Ha! Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie baue ich eine Burg am besten? Daraus könnten wir eigentlich eine Burg bauen. Liebe Leute. Wer hätte das gedacht? Ja. Ist ein bisschen unorthodox, aber ich würde fast sagen, eine Burg fehlt unserem Dorf hier noch. Die wird dann zwar keine Funktion übernehmen, beziehungsweise ich könnte da lauter Schatzkammern reinpacken. Der Vogt hat ja dann weiterhin seinen Sitz hier. Oh mein Gott. Das könnte ich machen. Ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, dass wir hier sowas, dass ich diese Sachen hier alle habe, die ich hier für eine Burg verwenden könnte. Ja, auf einmal tun sich ganz neue Ideen auf hier. Wer hätte das gedacht? Toll. Ja, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Na, wohin damit, mit dieser neuen Burg? Unglücklich, ach komm, da geh. Also wenn ich es jetzt aus mittelalterlicher Sicht betrachte, dann müsste so eine Burg am ehesten hier irgendwie hin. Direkt ins Dorf. Dörfer bilden sich meistens zu Füßen der Burg. Aus den Wirtschaftsgebäuden sozusagen. Passt hier aber nicht mehr hin. Und hier ist irgendwie nicht so... Nicht so ganz der Ort für eine Burg. Dann als nächstes könnten wir das hier nehmen. Das kommt zum Felssporn, Bergsporn für eine Burg vielleicht noch am ehesten. Nahe. Oder ich hätte halt die Kaserne nicht hier hinbauen sollen. Das wird dann noch passen. Na gut, da können wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen. Wo die neue Burg hinkommen könnte, hier oben. Nee, zu weit weg. Das sehen wir meistens nicht. Also ich glaube, wenn, dann hier. Ja, wir werden sehen. Es verlassen mich viele unglückliche Dorfbewohner, weil die alle keine Häuser haben. Ich habe jede Menge Baumeister eingesetzt. Die müssten also eigentlich ausreichen. Und bald ist auch das Kloster hier fertig. Leider, ich würde irgendwie fast sagen, lass es doch so. Das sieht doch so nett aus. Dann das... Würde so einen Eindruck von
Geschäftigkeit erwecken, wenn es ja noch nicht ganz fertig ist. Ich kann natürlich die Baustelle einfach pausieren, aber ich will es ja auch nicht immer unfertig lassen. Ja, komm, lass uns einfach fertig werden. Ja, als ich vorher eingeschaltet habe, dachte ich, ich sehe nicht recht. Ich dachte, ich habe irgendwie einen alten Spielstand geladen, weil hier auf einmal alles so voll ist mit Essen. Unglaublich. Ja, wir müssen uns ganz, ganz dringend um Klamotten kümmern. Die fehlen. Hier steht es auch schon wieder. Ein Dorfbewohner hat es zu oft an Klamotten gemangelt. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Schauen wir mal rein, was wir da alles haben. Wind. Ach, die Windmühle hier für den Bauernhof. Ach, das ist ja super. Können wir gleich Leute reinhauen. Zack, zack. Super. Da würde ich dann gleich mal verfolgen, von woher die ihr Getreide holen. Wo holst du Ressourcen? Zeig mal her. Das ist unser Müller hier. Mit dem Backenbart. Ah, ja gut, wir verfolgen den jetzt ein bisschen. Gucken mal, wo er sich das Zeug holt. Also anscheinend wohnt er sowieso hier oben in diesem Oberdorf. Soll aber ganz da unten warten, der arme Kerl. Steht das nicht irgendwo? Da stand doch eigentlich irgendwo mal, wie weit von zu Hause der arbeitet. Ha. Hat kein Zuhause. Achso, ist noch ein Neuankömmling. Armer Kerl. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Geht er etwa zum Bauernhof? Ha! Der gute Mann geht zum Bauernhof und holt sich da sein Getreide ab. Das ist ja interessant. Ich habe hier auch irgendwo einen Speicher stehen. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo ist ein Speicher, der auch Getreide speichert und dachte ich die ganze Zeit, ist das überhaupt notwendig? Brauche ich das überhaupt? Hier, da ist er. Anscheinend brauche ich es nicht. Anscheinend, na gut, da ist eh nichts drin gerade im Moment. Also wenn der Müller hier arbeitet, dann kann er sich theoretisch auch sein Getreide hier holen. Aber wir lassen das jetzt mal. Wir lassen das jetzt mal hier mit diesem Getreidespeicher. Steht ja eigentlich relativ zentral zwischen diesen Bauernhöfen und diesen Bauernhöfen hier. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn einer dafür sorgt, dass das alles hier irgendwie gesammelt wird. Ja, keine Ahnung. Und der hier kann sich ja dann auch immer noch da unten holen, falls er das macht. Man weiß es nicht. Ich kenne dafür die Regeln einfach nicht gut genug. So, du arbeitest also, mein werter Freund. Ja. Ja, Mühle dreht sich. Schön. Finde ich eigentlich ganz schön hier so außerhalb des Dorfes. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht den Kopf anstößt. Ja, na gut. Okay, Weizenfarm auch fertiggestellt. Jetzt geht's auf einmal los. Jetzt geht's richtig rund. Auf einmal wird alles fertig. Keine Anbaufläche festgelegt. Das geht natürlich nicht. Da sind wir wieder großzügig hier. So. Passt da noch einer hin? Schwerlich, glaube ich. Aber es würde noch einer hinpassen und der kann dann bis da oben in sein Getreidefeld ziehen. Oh, jetzt geht's echt los. Schäferei ist fertig. Komm, zeig mal her. Theoretisch haben wir noch einen Schäfer irgendwie. Oh, 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 oh. Wir sind siegreich, aber. Okay. Sehr weit entfernt und extrem schwer und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist extrem. Das machen wir natürlich. Oh, es gibt keine epische Belohnung mehr. Keine lilane Belohnung mehr. Letztes Mal stand die noch mit dabei. Dafür haben wir die Ritterstatue bekommen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Aber gut, es gibt ja noch Geld. Weiter geht's. Ja, was ist mit unserem Schäfer? Waren wir eigentlich sicher, dass wir noch einen übrig haben. Aber vielleicht hat er einen anderen Schäferplatz irgendwo ergattert. Scheint wohl so. Tja, scheint so. Dann haben wir eben 9. Okay. Apropos Schäfer. Genau, wir wollten uns um Klamotten kümmern. Das ist ganz wichtig. Das wird irgendwie zurzeit sehr wenig. Und da gucken wir mal nach,
was wir hier alles so haben. Getreide, sage ich hier schon. Das ist kein Getreide, das ist ja Stoff. Haben wir noch ein bisschen was übrig, aber auch nicht so richtig viel. Klamotten auch nicht so richtig viel. Und jetzt haben wir noch den neuen Schäfer. Da züchten wir noch ein paar Schäfchen. Oh. Da geht's los. Also guck mal, vielleicht habe ich irgendwo noch eine Weberei übrig, die ich irgendwann mal nicht mehr besetzt habe, weil wir zu viel Stoff hatten. Da könnte man noch einen einsetzen zumindest. Nein, ich habe niemanden mehr. Ärgerlich. Na gut, dann lassen wir das mal offen. Der nächste, der kommt, wird eingesetzt. 0 von 3 Bauern. Das fehlt auch noch. Brauchen wir jetzt zwar nicht. Wobei 88 Brot. Oh Mann. Ja, Baumeister. Habe ich eigentlich viel zu viele. Ich habe da panisch sozusagen Baumeisterhütten gespammt, damit es mal schneller geht mit dieser Bauerei. Ich denke, wir werden die bald auch nicht mehr alle brauchen. Da kann ich dann 2 Hütten oder so wieder auflösen. Das Kloster ist bald fertig. Kein Eisen. Ist das zu fassen? Ja, das müssen wir eigentlich auch mal noch machen. Mehr Eisen abbauen. Ich habe das, glaube ich, bisher unterbesetzt. Also Eisenvorkommen. Da kann ich noch. Ja. Ach, wobei eigentlich geht jetzt Eisenschmelze. Das sind 2. Wie sieht es in der Schmiede aus? Da habe ich, glaube ich, aber nur einen oder so. Ah, nee, doch, 2 von 2. Krass. Da müsste ich eigentlich hier. Moment mal. Oh! Ich habe. Oh! Oh, oh. Da ist ein Unglücklicher gegangen. Das war wohl unser einziger Eisen. Bergbauer hier. Oh, das ist natürlich schlecht. Den brauchen wir natürlich ganz dringend. Oh Mann, jetzt geht's wieder los hier. Zu wenig Leute verfügbar. Ja, meine Güte. Okay, wir gucken hier mal gerade noch ein bisschen durch, wie es sonst mit allem so aussieht. Ja, Eisen haben wir 0. Das ist wirklich gar nicht gut. Meine Güte. Ja gut, es müssten ja auch gleich wieder neue kommen. Es hieß ja eben, dass 2 neue sich uns anschließen wollen. Lagerhaus. Hier habe ich ein Lagerhaus gebaut für Klamotten. Wenn ich mich recht entsinne. Die werden hier verkauft zum Beispiel und auch hier. Aber ich hatte hier kein Lagerhaus, irgendwie das Klamotten gespeichert hat. Das heißt, die mussten, weiß ich nicht, ich glaube hier oben hinlaufen und das alles holen. Also, packen wir da mal Klamotten rein. Falsch. Gleich falsch. Bringt natürlich nichts, solange wir da niemanden drin haben, der das verwaltet. Was könnte da noch reinpacken, was vielleicht wichtig wäre? Stämme, habe ich gesehen, haben wir hier schon. Oh, hier nicht. Da ist der neue Dorfbewohner. Den packen wir gleich als Bergmann da rein. Ganz wichtig. Ja, hier habe ich Stämme und Bretter. Und Steine. Na gut. Gucken wir mal, ob da sonst irgendwas vielleicht hilfreich wäre. Eigentlich glaube ich fast nicht. Werkzeuge vielleicht. Ich glaube Werkzeuge... stimmt gar nicht. Haben wir hier auch Werkzeuge? Da haben wir auch Werkzeuge. Ja, da haben wir auch Werkzeuge. Also je größer das Spiel hier wird, das Dorf... desto nerviger finde ich irgendwie diese Verteilung von Waren, weil man einfach so schlecht erkennen kann, wo was liegt. Es gibt ja kein Overlay oder irgendeine Info-Anzeige dafür, um das irgendwie mal anzuzeigen. Sondern man muss immer durchgehen und gucken. Und das ist irgendwie, ja. Okay, das können wir also eigentlich... Ach, ich lasse es aber mal. Ich lasse es mal. Es schadet ja nicht, auch hier noch ein paar Werkzeuge zu haben. Die werden ja eigentlich für alles gebraucht, was man baut. Ja. Fehlt eben nur jemand, der das Zeug auch alles abholt. Irks. Also, dann haben wir gleich hier schon ein paar Fenster offen, wo neue Leute rein müssen. Gut. Käse, jede Menge. Sieht eigentlich alles sehr gut aus. Jede Menge Wein. Hey. Ja, Schafwolle haben wir auch jede Menge.
Nur am Weber fehlt es jetzt. Na gut, gut zu wissen. Ja. Und dennoch, ich glaube, ich verzeihe dem Spiel einfach alles. Weil ich es so sehr mag. Gut, was haben wir hier? Beförderung verfügbar. Könnten wir eigentlich... Ah, sollte ich das wirklich machen? Wir haben ja hier noch dran zu knabbern. Ja, es fehlt auch Klamotten zu knabbern. Eigentlich sollte ich, glaube ich, niemand befördern. Gucken wir mal, ob man nicht irgendwie Mönche befördern kann oder sowas. Soldat. Nur noch... Ah ja, der letzte Novize, den wollen wir auch noch befördern, natürlich. Ja, den Rest lassen wir mal da. Bis sich das hier ein bisschen gelöst hat. Wir wollen es nicht noch verschärfen, das Problem. Ja, na gut. Keiner, der stecken geblieben ist, ist zu glauben. Das ist ja interessant. Ja, das lag daran, dass wir letztes Mal die Schäferhütte neu gebaut haben. Die wurde ja zugestellt hier von irgendeinem Baum, den der Förster bösartigerweise dorthin gepflanzt hat. Gucken wir mal kurz da rein, wie es mit der Försterei hier aussieht. Ja, jetzt haben wir dem gesagt, er darf hier nicht mehr pflanzen. Das war schon fies. Das war echt fies. Hat den einzigen Eingang zum Gebäude zugepflanzt. Gut. Neue Leute, die sind jetzt, glaube ich, noch nicht da. Die kommen erst. Das heißt, ich kann sie jetzt noch nicht zuteilen. Oh, jetzt geht es geldmäßig doch ganz schön bergab. Ja, na gut. Oh, oh, oh. Da ist man wirklich in den letzten Zügen, bevor es fertig wird. Was fehlt noch? Oh, doch noch einige Steinblöcke. Da kommt gerade eine. Aha. Ah, wir waren wieder siegreich. Oh! Oh, hier ist jetzt das Epische. Das ist die einzigartige Belohnung da unten. Ja, dann her damit. Vielleicht können wir noch ein Meisterwerk abstauben. Wir haben ja immer noch nicht die Ritterstatue gebaut, weil ich sie nicht mag, irgendwie. Wir haben damit angefangen, aber es ließ sich alles schon so blöd platzieren da dran. Die einzelnen Teile lassen sich nicht gut erkennen und ich konnte mich nicht entscheiden, wirklich das so zu machen, weil das einfach so unpassend hier aussieht, finde ich. Also vielleicht kriegen wir noch ein schöneres Meisterwerk. Mann, der bringt mich aus dem Konzept. Wir warten einfach mal ab. Wenn man hier sehen könnte, wo überall Baustellen sind, dann könnte ich mir die mal anschauen und gucken, was da so fehlt. Ach Gott, schon wieder. Tja. Man weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass da keine so wichtigen Leute gehen, die dann, wo dann alles zusammenstürzt, wenn die nicht mehr da sind. Dazu kann man, glaube ich, nur hier durchgehen. Ach, das war gerade ein Eisenschmelzer, glaube ich. Da hatten wir eben noch 2 von 2. Meine ich. Ja, naja, gut. Ach. In der Goldschmelze arbeiten auch Eisenschmelzer. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ein Jäger fehlt auch. Ja. Naja gut, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Schneiderei. Ja, die sollten wir dann längst auch wieder besetzen. Damit wir mehr Klamotten bekommen. Ja, na gut, also müssen wir leider erstmal ein bisschen abwarten hier, bis die neuen Leute da sind. Ich glaube, wir kriegen dann eine Nachricht, wenn die angekommen sind. Vielleicht können wir gucken, wo sie sind. Aha, da kommen sie gerade an. Unsere 3. Mal gucken, wann die Meldung da ist, dass sie unsere Stadtgrenzen überschreiten, also dass sie angekommen sind. Wo genau die Stadtgrenze anfängt. Ich hätte eigentlich gedacht, jetzt hier, wenn sie das Territorium betreten. Aber vielleicht auch erst, wenn sie am Brunnen angekommen sind. Ja, na gut, das wird es wahrscheinlich sein. Die sammeln sich ja dann da oben immer in der Dorfmitte.
Ja, während wir auf diese lieben Leute warten, gucken wir hier nochmal kurz, wie es mit den Wohngebieten aussieht. Ob ich das vielleicht erweitern sollte, wenn die keinen Platz finden zum Bauen oder... Oder dass die Gebäude eben fertig werden. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die alle nur warten, bis ihre Gebäude fertig sind. Also wir können mal kurz gucken, wenn wir ein neues Gebäude bauen, dann können wir die Baustellen entdecken. Das ist blöd gemacht. Hier haben wir einfach hier irgendwas. Wenn wir da drüber fahren, dann sehen wir dann die Grenzen von irgendwelchen bereits angelegten Gebäuden. Aber hier scheint nichts mehr im Bau zu sein. Das ist echt blöd gemacht. Es scheint wirklich nichts im Bau zu sein hier. Ha. Nicht gut. Das heißt, sie brauchen vielleicht wirklich einen neuen Bauplatz. Ah, das sind die neuen Leute. Okay, was ist am wichtigsten? Weizenfarm nicht. Eisenvorkommen, würde ich sagen. Die machen, sind ja schließlich für unsere Werkzeuge zuständig. So, jetzt müsst ihr noch zwei haben. Hier machen wir auf jeden Fall mal einen rein, wenigstens, dass der die Klamotten abholt. Dann vielleicht die Weberei. Dann die Weberei, ja. Dann haben wir die fertig. Weizenfarm machen wir zuletzt. Und dann können wir ja noch nach einer Schneiderei schauen. Da war ja auch eine noch übrig. Ja. Gut, gucken wir, ob da noch einer... Ah, perfekt. Alle gut verteilt. Okay. Das sieht gut aus. Und dann muss ich vielleicht wirklich mal gucken, dass ich hier neue Grenzen einzeichne. Aber, ja, ist nicht so einfach. Hier wollte ich eigentlich noch erweitern, dass da auch neue Leute entstehen können, neue Gebäude. Ist ja die Frage, ob sich dafür jemand interessiert, weil es hier keine Arbeitsplätze gibt. Diese Holzfäller sind auch wirklich sehr hyperaktiv. Beziehungsweise habe ich keinen Förster womöglich. Doch. Oh! Oh nein, ich glaube, ich habe vergessen einzuzeichnen, dass der da aufforsten darf. Die habe ich nicht. Habe ich nicht? Wieso baust du denn nichts hier? Tja, keine Ahnung. Sie scheinen sich auf dieses Gebiet hier eher zu konzentrieren. Oh, das wollte ich nicht. Tja, keine Ahnung. So, jetzt ist da gerade irgendwas aufgepoppt gewesen. Gesandter. Na gut, guck mal, wo der gleich anhält. Okay, wir wollten neue Gebiete einzeichnen, irgendwie. Ausbauzonen. Also es sind eigentlich genügend Gebiete da. An sich ja. Die sind auch halbwegs attraktiv. Ach, sag bloß, die Taverne ist nach all der Zeit fertig geworden. So. Ja, dann schau doch mal her. Zeig's mir doch mal. Eieiei. Selbst diese Tore sind fertig. Meine Güte, ist das schön geworden. Ist das schön geworden, wirklich. Ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin sehr glücklich damit. Ah, nur nicht damit, dass die Küche wieder so blöd da steht. Stellen wir vielleicht einen Baum davor, dann sieht man es nicht so. Ja. Yeah. Gut. Küche. Moment mal. Gesandter. Den gucken wir uns gleich an. Das ist ja jetzt Hütte. Was ist das? Ist das die Hütte hier? Gebäudeteile. Die werden normalerweise angezeigt, wenn man da drüber geht. Küche. Ah, okay, da müssen wir noch jemanden zuweisen. Geht gerade nicht. Gut, dann müssen wir die auch mal offen lassen. Hütte. Okay, ach, das ist, ach, das ist die Hütte. Da machen wir, glaube ich... Was fehlt noch? Wein, glaube ich? Wein. Ja, dann machen wir da noch eine Bedientheke hin. Hier, Wein, natürlich. Und dann müssen wir auch noch jemanden zuweisen. Also halten wir das auch mal noch offen. Meine Güte. Okay,
Und dann müssen wir hier vielleicht noch eine Hütte hinbauen, damit das hier auch voll ist. Mann, es ist schön geworden. Toll. Okay, also, Gesandter. Schauen wir mal, wo er jetzt steht. Tatsache. Höflich steht er hier. Vielen Dank, Nuri, für die Info. Gut, guck mal, was er will. Fisch. Können wir leisten. Haben wir jede Menge von übrig, glaube ich. Oh, hier fehlt tatsächlich ein bisschen was für die Arbeiterschaft. Ja. Hatte ich das nicht schon mal irgendwann freigeschaltet? Ach, keine Ahnung. Also, dann machen wir die Arbeiterschaft. Und bevorraten gerade mal die Fische. Wenn ich sie finde, da. So. Weg damit. Gut, die Soldaten haben zwar gewonnen, sind aber noch nicht wieder zurück. Wir wissen auch nicht, was wir da bekommen haben von ihnen. Ja, jetzt bleibt immer noch die Frage, was machen wir mit den Leuten, die neue Gebäude bauen wollen? Hier, aber hier wollen sie offensichtlich nicht. Ist zu weit weg von allem. Ja, ich hätte vielleicht doch die Käserei hier runterstellen sollen. Für die Bewohner und Arbeiter wäre es wirklich besser gewesen, glaube ich. Ja, aber gut. Ich kann ja immer noch neue Handwerker bauen. Aber es ist dann natürlich trotzdem blöd, dass doch einige Leute ein Haus bauen wollen, aber irgendwie nicht können. Tja. Vielleicht bauen wir hier auch mal ein paar Zäune und Bäume und sowas hin, dann wird es hier attraktiv und dann kann zumindest der Fischer da wohnen. Vielleicht interessiert er sich dafür. Vielleicht wäre das was für ihn. Ja, noch weiterer Marmor oder sowas. So, jetzt kann unser Vogt was anderes machen. Jetzt gibt es keine Ressourcen mehr zu erkunden. So, das ist theoretisch alles Wohnfläche. Macht ihr mal so. Man müsste da wirklich irgendwie noch irgendwas hinmachen, dass es schöner wird und attraktiver. Vielleicht hilft es ja. Ja, könnte man eigentlich ein paar Zäune hier an den Rand stellen, dass sie nicht ins Wasser fallen. Kostet natürlich alles Werkzeuge. Okay, ich sehe schon, so richtig klug ist es nicht, weil... Ah, da haben wir sie. Kein neues Meisterwerk. Aber gut. Ah, da kommen die neuen Leute. Sehr schön. Ja, ist nicht so richtig klug, weil das hier, diese Zäune in einem Umkreis um sich herum die Attraktivität erhöhen und im Fluss kann man nicht bauen. Ungültige Position, was? Warum denn? Achso, ist wahrscheinlich zu dicht am Fluss dran. Ich hoffe, ich kann dann auch meine Bewohner davon abhalten, dass sie hier vor dem Zaun entlanglaufen. Da sollt ihr nicht her. Weg mit euch. So. Ein Schild muss da natürlich hin. Sonst findet niemand seinen Weg. Kloster ist fertiggestellt, das gibt's doch nicht. Da gucken wir gleich nach. Wow, das Schild. Wegweise. Erhöht die Attraktivität. Na, ich muss das in Kreuzung hinstellen. So. Na gut, wir gucken mal danach. So, wie das dann aussieht. Euer Vogt. Er soll Einfluss gewinnen. Von mir aus soll er das machen. Mach mal. Also, Kloster fertiggestellt. Du meine Güte, jetzt haben wir es geschafft nach all der Zeit. Da bleiben keine Wünsche offen. Das sieht wirklich schön aus. Da können wir jetzt auch hier diese Hütte abreißen.
Die Baumeisterhütte, die war extra dafür da, dass die hier bauen können. So, weg mit euch. Wobei, ich weiß nicht, was klüger ist. Ich glaube, ich mache erstmal. Ich gehe erstmal die Bauarbeiter durch und mache die arbeitslos. Damit sie nicht Bauarbeiter bleiben und nach einer neuen Bauhütte suchen. So. Ich glaube, es kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Gut. Schön. So, jetzt haben wir ein paar neue Leute da, die wir zuweisen können. Dann machen wir erstmal einen hier rein zum Tragen. Die Weizenfarben lassen wir noch ein bisschen offen. Koch können wir gut gebrauchen. Und ich glaube, es fehlt noch eine Schankkraft. Super. Okay. Ja, es ist aber gerade wirklich so, dass ungefähr gleich viel kommen wie gehen. Schade. Traurigerweise. Aha, ach. Es mangelt ihnen. Wie unerfreulich. Ich hab echt. Ach, jetzt bauen sie echt wieder diese Wegweiser auf. Ich habe echt keine Baustelle mehr gefunden von Wohnhäusern. Also, keine Ahnung. Vielleicht fehlt es am Ausbau, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe weder eine Baustelle gesehen, die noch gar nicht angefangen hat, noch eine Baustelle, die schon irgendwie am Ausbau begriffen war. Tja, keine Ahnung. Ja, der Weizenfarm muss als nächstes dann noch Bauern zuweisen, damit das hier mal losgehen kann. Tja, das wird bloß aus. Wirklich schön. Schön geworden. Damit da vielleicht auch ein bisschen mehr los ist, würde ich da vielleicht doch mal sagen, also da mal Sammler reinsetzen. Eigentlich gehört ja niemand Weltliches in ein Kloster, aber mir hat es so gut gefallen mit den Bauarbeitern, die hier rumgehuselt sind. Haben wir hier einen Wegweiser? Haben wir nicht. Ja gut, die Mönche wissen vielleicht, wo sie hin sollen. Aber trotzdem sollten wir hier einen Wegweiser hinstellen. Das ist schließlich eine wichtige Kreuzung. So. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, für heute sind wir schon fertig. Wir können uns Gedanken machen über die Burg. Ob wir die wirklich hier oben hinstellen sollen. Und ich muss nämlich noch entscheiden, ob ich die Ritterstatue bauen will oder ob ich sie einfach nicht mag. Ja, irgendwann wird sie schon gebaut. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt wirklich, dass die Leute halt keine Häuser bekommen. Tja. Ich müsste vielleicht mehr Arbeitsplätze noch bauen. Wenn ich mehr Arbeitsplätze hätte, würden bestimmt auch die Leute gerne dort in der Nähe wohnen wollen. Oh, wieder zu wenig Klamotten. Vielleicht sollten wir da wirklich nochmal nachhelfen. An der Wolle fehlt es nicht. Ich glaube, wir sollten wirklich dringend noch einen Weber bauen. Na, wobei. Da fehlt es jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt dran, nach dem, was wir hier so erkennen können. Vielleicht fehlt es am Schneider. Oder vielleicht haben die auch zu weite Wege. Naja. Ich will mal gerade noch kurz, bevor ich ausmache, gucken, wo denn hier die, wo denn die Weber stecken. Oben und da unten einer. Ja, eigentlich sollten ja dann die Schneidereien auch in der Nähe bleiben. Ich hatte überlegt, ob wir nicht irgendwie hier noch was anfangen könnten, damit die Leute hier anfangen, ihre Häuser zu bauen. Aber dazu müssen wir dann eigentlich auch Schaffarmen hier hinbauen. Das waren wieder zweite Laufwege. Ja gut, liebe Leute, das können wir uns vielleicht in der nächsten Folge überlegen. Ich freue mich schon drauf und hoffe, euch hat auch diese Folge hier gefallen. Ich sag mal,
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Achso, und vielen Dank, dass ihr zuschaut. Ich freue mich sehr darüber. Macht's gut.